après-midi, messieurs, dames, c'est un sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch. Der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Und muss mal gerade ein bisschen hinterher. Der Tatsache, dass ich momentan hier in der Wohnung nicht Musik machen darf, ist geschuldet, dass ich das Buch gewechselt habe. So, jetzt habe ich noch Platz zum Vorlesen. Es geht um La France de la Révolution et de l'Empire von Jean Tulla. Und das Buch ist gedruckt worden. Premier Rue du Docteur, nee, Premier Le Rue, La Rue. Ich schreibe, es geht um Altfranzösisch, Premier Rue du Docteur Sauvé in Mayenne, Juni 2017. Und wie gesagt, La France de la Révolution et de l'Empire Quadrique Manuel heißt die Buchserie. Ja. Es kommt von der Sorbonne, wenn man es aufsteht, merkt man direkt, dass es aus der Sorbonne ist. Anders Französisch darf man manchmal keine ganz so hohen Erwartungen stellen. So, ich mache mal die Eieruhr an. So. Merkt man schon bei der Durchnummerierung der einzelnen Lektionen. Der Herr Professor von der Sorbonne will uns was beibringen. Wir sollen nicht Kapitel lesen, sondern Lektionen lernen. Die ist schon scheiße. Ja, und ich bin jetzt angekommen in L'Ancien Régime bei Le Roi. Das ist Seite 2. So, das mit der Uhr kann ich mir eigentlich sparen. Es ist relativ kurz. Le Roi. Le Roi de France est un monarque absolu du droit divin. Ich verzichte erstmal auf die Übersetzung, das kommt später. Ich muss erst wieder reinkommen und tous les pouvoirs, spätestens wenn man sieht, wie der Herr Professor Tou schreibt, kriegt man wirklich nur das Kotzen. Tous les pouvoirs sont concentrés dans sa personne. La couronne est héréditaire de mal en mal selon l'ordre promigéniture. Les femmes sont exclues de la succession mais peuvent exercer la régence. C'est de Dieu que le roi tient sa couronne. Il est sacré à Reims. Représentant de Dieu sur la terre, il n'est comptable qu'à Dieu de l'exercice du pouvoir suprême. Rappel Louis XVI au Parlement de Paris. Das ist ein Zitat, ich sage das nochmal. Il ne comptable qu'à Dieu de l'exercice du pouvoir suprême. Das ist das Rappel Louis XVI au Parlement de Paris. Son autorité est donc absolue, sa volonté est la loi. C'est légal parce que je le veux. Réplique Louis XVI au duc d'Orléans qui constatait une décision royale. Nochmal das Zitat, c'est légal parce que je le veux. Réplique Louis XVI au duc d'Orléans qui constatait une décision royale. C'est légal parce que je le veux. Le roi choisit ses ministres qui ne sont responsables que devant lui. Ils nomment tous les agents du pouvoir, déclarent la guerre, signent la paix et légifèrent à son gré.
signe la paix et légifère à son gré. Il lui à Versailles entouré d'une cour brillante. Il a sa maison civile, embriquée par moins de 4000 personnes, briquet terminé, et sa maison militaire, embriqué 9000 hommes, cavaliers et fantassins, briquet terminé. Ses frères, le comte de Provence et d'Artois, ont aussi leur maison. Ses frères, le comte de Provence et d'Artois, ont aussi leur maison. So, jetzt verstehst du keinen Satz. Au total, la cour réunit plus de 16 000 personnes. L'autorité du roi est toutefois de plus en plus contestée. Le progrès des Lumières, comprenant de la philosophie, remet en cause l'absolutisme en soi et à plus forte raison son origine divine. Es ist von der Sorbonne. Man muss das Französische nicht verstehen, was hier geschrieben wird. Montesquieu, dont l'esprit de loi développe en 1748 sa théorie de trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. À ses yeux, leur séparation est la condition de toute liberté. Und jetzt kommt das Problem. Es gibt von Montesquieu L'Esprit de Loi développe einen Aufsatz L'Esprit de Loi und der ist von 1748, dem Jahr der deutschen Revolution in der Paulskirche. Die Theorie der drei Gewalten, Exekutive, Legislative und Judikative, und die stehen im Widerspruch zu dem, was Louis der 16. gemacht hat. Or, absolutisme le confond dans la personne du roi. So, à ses yeux, leur séparation est la condition de toute liberté. In seinen Augen ist die Trennung der drei Gewalten die Grundlage für jegliche Freiheit. Und dann kommt der Widerspruch, or absolutisme le confond dans la personne du roi. Im goldenen Absolutismus haben die sich alle beim König vereinigt. L'organisation idéale est donc celle de l'Angleterre parce que le roi du Parlement y limitait l'autorité du monarque. L'organisation idéale est donc celle de l'Angleterre parce que le rôle du Parlement y limite l'autorité du monarque. Jetzt kommt das Zitat. Le prince n'y a le pouvoir de faire autant tout imaginable à qui que ce soit, soit par la raison que son pouvoir est contrôlé et borné par un autre. Checks and balances wird hier auf Französisch beschrieben. Ich schreibe es nochmal. Ich sage es nochmal. Le prince n'y a le pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui
que ce soit par la raison qui son pouvoir est contrôlé et borné par un autre, checks and balances. Jetzt ist das noch ein Satz und dann höre ich für heute auf, weil das alles ziemlich schwierig ist. Rousseau va plus loin encore dans le contrat social, puisqu'il y a, affirme la souveraineté du peuple et les vertus de la démocratie. So, damit ist der Absatz zu Ende. Das Ganze hat auch mehr als 10 Minuten gedauert. Ich höre jetzt erstmal wieder auf. Wie gesagt, ich werde es erstmal nicht übersetzen, das kommt später. Dafür muss ich auch in den Keller gehen. So lang ist das Heft zum Glück nicht. Ich mache jetzt dann damit weiter. So, tschüss.